Ja, eine unglaubliche Vorhersage. Sie sagen sogar, ein Teil der Welt soll untergehen. Und welche dramatischen Einflüsse da eben eine Rolle spielen, was es mit uns macht und vor allen Dingen natürlich auch, wie wir damit umgehen können, damit das eben nicht passiert oder damit es eben nicht so extrem passiert. Das ist ganz enorm wichtig. Da gehe ich hier ganz speziell nochmal drauf ein. Ich habe hier 4 Punkte vorbereitet und ganz wichtig natürlich am Ende natürlich, wie wir es schaffen, eben das alles mit zu verändern, aktiv mitzugestalten, denn darauf zielt diese Prophezeiung eben ab. Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist, woher kommt denn diese Prophezeiung? Diese Prophezeiung kommt von den Senecas. Die Senecas sind ein Unterstamm von den Irokesen, die quasi in der Nähe von dem Staat New York eben leben, auch an der Grenze von Kanada. Und von der Tradition her ist es so, dass ich bin jetzt auch ausgebildet in dem Medicine Bundle Carrier. Das heißt also, viele Stämme in Nordamerika haben eben ein Medizinbündel, um quasi die heilende Medizin eben auch in Form von Energie an andere weiterzugeben. Und da eben in dieser Tradition gibt es eben auch sogenannte Geschichtenerzähler, die es geschafft haben, sich mit den Steinwesen oder mit dem Clan der Steine, so sagen sie auch immer, mit dem Clan der Steine zu verbinden. Das heißt, dafür gibt es wirklich ausgewählte Menschen, die wirklich diese Geschichten der Steine eben channeln können und da eben die Botschaften bekommen können. Denn die Steine oder der Clan der Steine ist auch bekannt als die lebendige Bibliothek der Erde. Und da gibt es eben in der Vergangenheit verschiedene Zeitepochen, die es gegeben hat und natürlich auch Prophezeiungen, was noch passieren wird. Und das ist jetzt erstmal der erste Part. Das heißt also, wenn man hier ausgewählt wird von dem Steinwesen, dass man ein Storyteller eben wird, dann ist es ein großes Privileg. Und dann ist es eben so, zumindest früher gewesen, dass diese Storyteller eben auch von Stamm zu Stamm gereist sind, um Geschichten zu erzählen. Und aufgrund dieser Tradition, daher kommt eben diese Schöpfungsgeschichte und gleichzeitig diese Prophezeiung. Wir haben vom Inhalt her erstmal kurz allgemein, also sehr umfangreich, also ich will hier nur wirklich kurz mal was anschneiden. Da geht es darum, dass die Schöpfungsgeschichte aus den sogenannten 7 Welten besteht, wobei wir uns momentan in der 4. befinden und jede Welt hat auch eine eigene Bezeichnung. Es hat angefangen mit der Welt der Liebe, ist dann gefolgt von der Welt des Eises, dann gefolgt von der Welt des Wassers und jetzt momentan sind wir in der Welt der Trennung, danach gefolgt von der Welt der Erleuchtung und danach kommt die Welt der Offenbarung und danach kommt die Welt der Vollendung. Letztendlich, dieser Zyklus wird dann zu Ende sein. Ja, und jede dieser Welten ist am Ende dieses Zykluses natürlich dann auch zerstört worden, um ein neues Zeitalter einzuleiten. Jede Welt ist auf ihre Weise oder auf seine Weise eben individuell zerstört worden oder eben transformiert worden. Und so ist es jetzt auch hier bei uns momentan. Wir befinden uns, wie schon gesagt, in der Welt der Trennung auf dem Weg zur Welt der Erleuchtung. Das heißt, dieser Transit, dieser Übergang, der findet jetzt gerade statt. Ja, was heißt es für unsere heutige Zeit? In der Prophezeiung heißt es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal auf diese radikalen Maßnahmen der Mutter Erde mal konzentrieren, da gibt es zum einen Umweltkatastrophen, Erdbeben, Flut und so weiter. Also wo Mutter Erde sozusagen aktiv eingreift in die Bereiche, wo Menschen eben im Ungleichgewicht sind, wo es zum Beispiel wirklich, wo wir nicht mehr in der Einheit, in der Harmonie leben, wie wir es eigentlich ursprünglich auch sollten. Das heißt also nicht mehr in unserem Herzen ruhen, würde ich so beschreiben. Und extrem sind natürlich Kriege und die Auseinandersetzungen, die wir untereinander auch haben. Das heißt, da wird sie speziell Bereiche schicken, wo dieser Bereich der Erde teilweise sogar untergehen kann, um sich eben davon zu reinigen, zu säubern. Das ist ganz wichtig, dass das eben die Mutter Erde einfach für sich selber machen muss. Das andere ist auch natürlich auch noch, das heißt, unser kollektives Menschheitsbewusstsein steht an der Schwelle, zum Erleuchtungsstatus zu kommen. Und jetzt kommt das Aber. Für diejenigen, die es nicht schaffen oder wenn wir die kritische Masse nicht erreichen, dann ist auch hier prophezeit worden, findet ein Polsprung statt. Das heißt also, der Magnetismus der Erde wird sich verändern und durch den Magnetismus der Erde, der sich dann verändert, haben wir natürlich dramatische Einflüsse vom Universum, die auf uns mit einwirken,
auch im Negativen natürlich. Das heißt also, dass wir die Existenz der Menschheit schon deutlich gefährdeter ist. Und jetzt kommt das Aber, und jetzt gehen wir mal in den nächsten Punkt aus. Es ist auch in den Prophezeiungen drin. Das heißt, in diesen Prophezeiungen ist das Potenzial der Menschheit auch prophezeit worden. Das heißt, dass wir momentan eher unterrichtet worden sind, anderen helfen zu wollen. Und je mehr wir anderen helfen wollen, umso mehr lenkt uns das ab, in die eigene Erleuchtung, in die eigene Entwicklung hineinzugehen, weil wir nur nach außen schauen. Deswegen ist es wichtig, auch hier prophezeit oder vorhergesagt worden, je mehr wir in uns selbst ankommen, diesen inneren Frieden, diese innere Harmonie finden werden, umso mehr verändern wir im Außen die Realität. Und wenn wir alle zusammen diese sogenannte kritische Masse erreicht haben, also wenn genügend Menschen dieses Bewusstsein eben mitgestalten, würde ich so beschreiben, dann findet dieser Polsprung eben nicht statt oder in deutlich abgeschwächter Form, weil die Erde und die Menschheit oder dieses Bewusstsein der Menschheit in direkter Resonanz mitsteht und dadurch sich gegenseitig beeinflussen. Und deswegen habe ich hier jetzt auch, also das liegt mir total am Herzen, um das Bewusstsein zu verändern, um dich selbst mehr in die Mitte, in die Balance zu bringen, habe ich deswegen auch eine 5-Tages-Challenge erstellt. Finde deine innere Power oder entwickle deine innere Power. Und wenn du möchtest, klick doch einfach unten in der Beschreibung, habe ich den Link verpackt, hier nur mal am Rande. Ja, und in den Prophezeiungen heißt es weiterhin, dass in der neuen Zeit, die dann anbricht, die Vereinigung der 5 menschlichen Rassen stattfindet. Und es kommt sogar noch eine Rasse dazu. Das heißt, die unterirdischen, also sprich die unterirdische menschliche Rasse, wenn man so beschreiben will, die unter der Erde gelebt hat, wird auch wieder zurückkehren. Das heißt, es wird eine Vereinigung eigentlich von 6 Rassen stattfinden. Plus die Steinwesen werden anerkannt als lebendige Bibliothek der Erde. Also nicht so wie jetzt im Verborgenen. Ja, und in Prophezeiungen heißt es weiterhin, dass es Einflüsse, planetarische Einflüsse geben wird, die Menschen eben, da kommen Menschen um, die bisher die Lebewesen und die Mutter Erde nicht geehrt haben. Und dann geht es noch weiter, dass die planetarischen Einflüsse ganz konkret sogar 5 Kometen erscheinen werden. Und diese 5 Kometen bringen natürlich massiv Einflüsse auf die Erde. Das heißt also hier auch wieder die Wüsten werden wieder bewohnbar werden, die werden wieder aufblühen und andere Dinge werden ins Positive verändert werden. Ja, und die alte Medizin, die uns nicht mehr gut tut, wird immer mehr und mehr vom Erdball verschwinden werden und wir bekommen das neue Geschenk, die neue Medizin. Das bedeutet, dass jeder die Fähigkeit hat oder ab dem Zeitpunkt spätestens hat, instant zu heilen und Tod und Krankheit der Menschheit nichts mehr anhaben kann. Ich sage immer, wir verlassen die Dimension, die wir jetzt momentan kennen, die wir glauben, dass die Realität ist und begeben uns in eine neue Dimension, die wir eben neu bewohnen dürfen. Ja, und das ist jetzt prophezeit worden. Und jetzt bleiben wir kurz mal in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit heißt es ja gerade, wie wir jetzt konfrontiert werden mit dem Krieg, mit dem, wir wollen außen helfen. Das finde ich ja grundsätzlich nichts Schlechtes daran, aber wir vergessen dabei, dass wir in uns selbst diesen Frieden finden müssen, dass wir mehr und mehr zu uns selbst kommen müssen oder dürfen. Und je mehr wir in uns selbst ruhen und diesen Frieden, diese Harmonie, diese innere Balance auch finden werden, umso mehr werden wir das Außen mit verändern und den Frieden auch im Außen einleiten. Das ist alles prophezeit worden. Und das ist sozusagen meine Botschaft nochmal speziell, wenn wir das jetzt mal komplett alles weglassen und auf den Kern reduzieren, dass wir sagen, egal was im Außen ist, konzentriere dich zuerst aufs Innere, schau, dass du zu dir selbst kommst, in dein Inneres kommst, all das, die inneren Konflikte versuchst aufzulösen und drunter schaust, was hält dich denn davon ab, zu dir selbst zu kommen? Was hält dich denn davon ab, dich selbst sozusagen auch auszuhalten oder dich selbst wirklich zu leben? Denn es ist quasi, wie es auch in der Prophezeiung ist, wir sind eingeladen in den kosmischen Tanz des Lebens auf der Mutter Erde. Und diesen kosmischen Tanz des Lebens, den dürfen wir alle zusammen auf Mutter Erde tanzen. Das heißt, uns selbst einfach auszudrücken, ohne Einschränkungen, ohne Handbremse, damit wir uns selbst einfach, wie in der Schöpfung auch vorgesehen ist, einfach leben dürfen.
Ja, und ich wünsche mir jetzt aus tiefstem Herzen, dass wenn du mit dieser Botschaft was anfangen kannst, dass du dieses Video gerne auch weiterleitest, teilst, damit diese Botschaft möglichst viele Menschen erreicht, damit wir alle zusammen diese neue Erde, also in dem Fall die Welt der Erleuchtung, mitgestalten werden. Und dabei wünsche ich uns allen viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.